Guten Morgen, liebe Mitmenschen aus Deutschland, höchst im Hodenwald. Wie Sie wissen, die Ernst-Göbel-Schule hat jetzt beschlossen, dass man am Montag Schule hat, von der ersten bis zur fünften Stunde ganz normal Unterricht, wie jeden Tag. Aber in der sechsten Stunde gilt Klassenleiterstunde. Nachmittagsunterricht, zum Beispiel Sportunterricht, AL oder sonst etwas, fällt aus, ne, Lidai? Ja, genau. Auf jeden Fall gilt dann ab Dienstag Homeschooling. Mhm. Und jetzt sag ich mein Wort. Okay, dann Big Blue Button. Moodle. Ja, Moodle. Da müssen sie in Moodle rein und sich anmelden. Und dann zu einer gewissen Uhrzeit ist da so ein Big Blue Button. Da müssen sie draufklicken und dann haben sie mit der Klasse eine Konferenz. Genau. Und da können sie stumm und Kamera aus. Ja, da können sie auch stumm und Kamera ausschalten. Und weiterschlafen. Ja, und weiterschlafen. Das mache ich höchstens immer mit der Priya, ne? Okay. Und was ich sagen will ist, die Leute, die am Dienstag bis Freitag arbeiten schreiben, die werden alle abgesagt, außer die am Montag schreiben, ne? Genau. Ne, Priya? Genau. Genau. Zum Beispiel, ich muss morgen eine schöne, wunderschöne Deutscharbeit schreiben und ein paar Leute schreiben morgen Mathe nach. Auf jeden Fall, die Arbeiten für morgen, Montag, den 14.12.2020, gilt noch Schule von der ersten bis zur fünften Stunde. Und in der sechsten gilt Klassenleiterstunde. Da kann man über alles talken. Ja, genau. Und da kann man über seine Probleme reden. Und wenn man Wichteln tut, Wichteln wird abgesagt. Wichteln wird erst nach den Ferien wird Wichteln, also die Geschenke, gegeben. Ja. Und da habt ihr Pech gehabt, meine Lieben. Ganz Pech gehabt. Und an die Leute, die infiziert sind, Grüße gehen raus. Bitte bleibt zu Hause in Quarantäne. Und geht bitte nicht aus dem Zimmer raus. Genau, nicht aus dem Zimmer, ja? Und nicht aus dem Haus, nicht aus dem Zimmer oder so. Und immer Maske tragen. Weil Masken sind richtig gut, oh mein Gott. Ich liebe die Masken. Ich könnte Tag und Nacht. Vor Viren. Ja, das schützt immer vor Viren. Am besten macht ihr noch das Fenster im Zimmer auf, damit es schön ist. Ja, aber jeden Tag, jede Sekunde, bis zu jeder Minute. Hm. Genau. So, auf jeden Fall, das war's mit den heutigen News mit Priscilla, Sherin, Zorichta, Nila, Isan, Özmeral. Und wir wünschen Ihnen noch frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch ins Neue. Ja, ja.